Seit diesem Montag, dem 19. Februar 2024, ist die erste Ausbaustufe des viergleisigen Ausbaus der S6 zwischen Frankfurt und Friedberg an den Start gegangen. Somit besitzt die S-Bahn an dieser Stelle zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel nun eigene Gleise. Der Plan des viergleisigen Ausbaus der S-Bahn an dieser Stelle ist schon seit Jahrzehnten geplant. Bereits seit 2004 gibt es einen ersten Planfeststellungsbeschluss, welcher durch einen weiteren im Jahr 2009 ergänzt worden ist, um den von 2004 zu überarbeiten. Einige Anwohner der Strecke klagten gegen den Planfeststellungsbeschluss und gingen, nachdem die Klage abgeschmettert worden ist, auch in Revision. Das Verfahren hierzu dauerte bis in den Januar 2013 und danach begann die Deutsche Bahn dann mit der Ausführungsplanung. Seit 2017 finden die Bauarbeiten nun also auf dem Abschnitt statt. Ursprünglich war die Eröffnung des viergleisigen Abschnittes bis Bad Vilbel für Dezember 2022 geplant. Dieser Termin wurde dann auf den Fahrplanwechsel 2023 verschoben und Mitte des vergangenen Jahres wurde er dann für Anfang 2024 angekündigt. Und so ist es nun auch gekommen, dass am 19. Februar in der Früh die S-Bahnen dann die neuen beiden Gleise extra für sie befahren konnten. Am selben Tag fand in Bad Vilbel auch eine kleinere Eröffnungsfeier zwischen 13 und 16 Uhr am Bahnhof statt. Dabei wurden auch einige Reden gehalten. Geplant und gebaut wurde der viergleisige Abschnitt vor allen Dingen deshalb, um die Kapazitäten auf der Strecke auszuweiten, um nicht nur mehr S-Bahn-Züge in Zukunft bis Friedberg fahren zu lassen, sondern auch um vor allen Dingen mehr Regional- und Fernverkehrs- und voraussichtlich auch mehr Güterzüge auf die Strecke schicken zu können. Denn auf der Strecke herrscht reger Verkehr und bereits heute verkehren zahlreiche Regionalzugverkehre in Richtung Gießen bzw. Kassel sowie auch einige Fernzüge über die Strecke. So verkehren zum einen Regionalexpresszüge zwischen Kassel und Frankfurt zweistündlich über die Strecke. Zum einen als RE30 von der Deutschen Bahn betrieben im 2-Stunden-Takt und zum anderen von der Hessischen Landesbahn als RE99 gefahren. Der RE99 verkehrt dabei gemeinsam mit dem RE98 nach Gießen. So ergibt sich ergänzend zwischen Hessischer Landesbahn und der Deutschen Bahn 1-Stunden-Takt bis Kassel. Hinzu kommt auf demselben Abschnitt auch noch der Mittelhessen-Express. Der Mittelhessen-Express verkehrt dabei im Stundentakt zum einen als RB41 Richtung Treisa über Gießen und zum anderen als RB40 nach Dillenburg über Gießen. Und ebenfalls stündlich über die Strecke verkehrt die RB34 nach Glauburg-Stockheim. Dabei zweigt sie in Bad Vilbel von der Strecke ab. Im Fernverkehr sind hier ICEs in Richtung Hamburg bzw. Stralsund unterwegs und auch ICEs mit IC2 Doppelstockzügen in Richtung Siegen und Ruhrgebiet. Auf dem genannten Abschnitt wird die S-Bahn nun deutlich weniger verspätungsanfällig, da sie ja hier nun eigene Gleise besitzt und schnelleren Regional- und Fernverkehrszügen keinen Platz mehr machen muss. Prinzipiell gilt dies natürlich auch umgekehrt für die Regional- und Fernverkehrszüge, die nun nicht mehr gegebenenfalls hinter einer S-Bahn hinterherschleichen müssen. Taktmäßig ändert sich vorerst auf der S6 bis Bad Vilbel und dementsprechend auch bis Friedberg nichts. Auch für die Anwohner entlang der Strecke verbessert sich einiges, denn es wurden zahlreiche Lärmschutzwände neu installiert. Somit sind die Anwohner vor dem nun auftretenden Verkehrslärm deutlich besser geschützt. Allerdings ist natürlich somit der Blick aus der S-Bahn heraus an vielen Stellen deutlich unspektakulärer geworden. Schauen wir uns nun allerdings erst einmal die Strecke etwas genauer an. Dazu springen wir also erst einmal an den Frankfurter Westbahnhof. Am Frankfurter Westbahnhof hat sich durch den Ausbau erst einmal nichts geändert. Es sind hier weiterhin die beiden Bahnsteige für die S-Bahn übereinander zu finden.
Die S-Bahnen in Richtung Bad Vilbel bzw. Friedberg und Großkarben halten am oben gelegenen Mittelbahnsteig gemeinsam mit den S-Bahnlinien 3, 4 und 5. Die in Richtung Innenstadt verkehrenden S-Bahnen halten unterhalb des Mittelbahnsteiges an einem einzelnen Außenbahnsteig. Vom oberen Mittelbahnsteig der Station hat man im Übrigen eine tolle Sicht auf die Frankfurter Skyline und so ist es auch ein tolles Fotomotiv, um eine S-Bahn mit der Frankfurter Skyline im Hintergrund zu erwischen. Hinter der Station war die Strecke noch bis zur Breitenbachbrücke viergleisig, da sich dort erst die Gleise zwischen Regional- und S-Bahn vereinten. Nun ist sie also auch dahinter viergleisig. Die Strecke verläuft hier zwischen einigen Kleingartensiedlungen und einem Park entlang. Etwa 2,8 Kilometer hinter Frankfurt West unterqueren wir dann die Rosa-Luxemburg-Straße. An dieser Stelle entsteht nun die neue S-Bahn-Station Frankfurt-Ginnheim. Diese ist allerdings aktuell noch nicht fertiggestellt und soll zum Fahrplanwechsel im Dezember aller Voraussicht nach an den Start gehen. Hier soll dann Umsteigemöglichkeit zu den Stadtbahnlinien U1 und U9 an der Haltestelle Nidderpark, so wie sie zumindest aktuell noch heißt, bestehen. Dies verkürzt dann vor allen Dingen die Fahrzeit für einige Anwohner im Frankfurter Nordwesten in Richtung der Messe oder auch Richtung Bad Vilbel und Friedberg. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Weitere 2 Kilometer entfernt bzw. 4,8 Kilometer seit Frankfurt West erreichen wir dann die Station Frankfurt-Eschersheim. Die Station wurde hier um knapp 100 Meter verlegt in Richtung Frankfurt West und liegt somit direkt unter der Brücke, die die Eschersheimer Landstraße in diesem Fall über die S-Bahn-Gleise führt. Bisher konnte man nur über Seitenstraßen die S-Bahn-Station und eine Fußgängerbrücke erreichen. Somit ist die Erreichbarkeit der S-Bahn-Station durch den neuen Zugang deutlich verbessert. Somit bietet sich auch eine bessere Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Außerdem gibt es statt wie bisher 2 Außenbahnsteige nun einen Mittelbahnsteig für die S-Bahn. An dieser Stelle kann man allerdings erkennen, dass die Bauarbeiten immer noch nicht komplett abgeschlossen sind, denn für den Zugang zur Station wurde eine Behelfstreppe installiert. Auf dem Weg zur nächsten Station fahren wir nun an zahlreichen Wohngebäuden und auch Sportanlagen vorbei. Wir überqueren außerdem die A661 und dahinter wird es zumindest auf der linken Seite in Fahrtrichtung schon etwas ländlicher. Auf der rechten Seite der S-Bahn taucht dann die Siedlung des Frankfurter Berges auf, wo wir dann an der nächsten Station auch halten. Der Frankfurter Berg ist knapp 2,2 Kilometer von Eschersheim entfernt.
Auch hier gibt es für die S-Bahn nun einen Mittelbahnsteig, allerdings gab es hier bereits zuvor einen Mittelbahnsteig. Allerdings wurde dieser trotzdem komplett neu errichtet und nun auf einer Höhe von 96 cm für einen barrierefreien Einstieg. Dies gilt auch für alle anderen Stationen entlang des viergleisigen Ausbaus. Sie wurden allesamt auf 96 cm erhöht. Das macht das Einsteigen nicht nur generell barrierefreier, sondern ist auch für den normalen Fahrgast deutlich angenehmer, als immer eine Stufe nehmen zu müssen. Neben dem barrierefreien Einstieg hat die Station nun auch einen barrierefreien Zugang per Aufzug erhalten. Dies gilt ebenfalls für alle anderen Stationen. Sie sind nun allesamt barrierefrei erreichbar. Leider sind die barrierefreien Zugänge, abgesehen von einem Provisorium in Berkersheim, noch nicht fertiggestellt und befinden sich im Bau. Der Frankfurter Berg ist eine Großwohnsiedlung im Norden von Frankfurt. Hier wohnen insgesamt 8000 Einwohner, ein Großteil davon in sehr markanten Wohnhochhäusern. Mit dem Verlassen der Station Frankfurter Berg wird die Besiedlung auf beiden Seiten der Strecke deutlich weniger dicht. Bis zum nächsten Haltepunkt in Frankfurt-Berkersheim sind es dann knapp 1,7 Kilometer. In Frankfurt-Berkersheim wurden nun zwei Außenbahnsteige errichtet. Auch diese sind bisher noch nicht durch die geplante Fessetreppe erreichbar, sondern durch eine Behelfstreppe. Allerdings gibt es in Richtung des Wohngebietes auch einen ebenerdigen Zugang. In Frankfurt-Berkersheim sind vor allen Dingen Einfamilienhäuser zu finden, sowie entlang der Berkersheimer Bahnhofstraße auch einige Geschäfte. Insgesamt ist das Flair hier schon recht dörflich. Knapp einen Kilometer nach dem Verlassen der Station überqueren wir dann die Stadtgrenze von Frankfurt, quasi hinter dem Unterqueren der Bundesstraße B3. Hier verläuft die Strecke dann für kurze Zeit parallel zum Fluss Nidda und wir befinden uns bereits in Bad Vilbel. 2,7 Kilometer seit Berkersheim sind es dann bis nach Bad Vilbel Süd. In Bad Vilbel Süd hat sich im Gegensatz zur bisherigen Station optisch einiges verändert. Die Außenbahnsteige sind allerdings geblieben. Im Gegensatz zur vorhergehenden Station gibt es hier nun deutlich größere und auffälligere Überdachungen an der Station. Außerdem wurde die bisherige Fußgängerüberführung durch einen Fußgängertunnel ersetzt. Am Tag der Eröffnung, also am 19. Februar, konnte die Station allerdings noch nicht angefahren werden. Was der Grund dafür war, lässt sich nur spekulieren, vermutlich weil einige Bauarbeiten nicht abgeschlossen waren. Bis an den Bahnhof von Bad Vilbel sind es nun knapp 1,2 Kilometer. Auch hier hat sich einiges getan. So gibt es nun hier drei Mittelbahnsteige, wobei das Gleis 2 von zwei Mittelbahnsteigen eingerahmt wird. Die Bahnsteige besitzen außerdem großzügige Überdachungen mit modernen Glaseinsätzen für Tageslichteinfall. Außerdem wurde der Zugang zum Bahnhof im Zuge des Umbaus komplett neu gestaltet und für die Barrierefreiheit eine Rampe eingebaut. Und auch die Unterführung wurde dementsprechend optisch aufgewertet. Am Westausgang des Bahnhofes ist außerdem ein großer Park-and-Ride-Platz entstanden.
Bad Vilbel selbst ist insgesamt eine Stadt mit 36.000 Einwohnern. Für den folgenden Abschnitt von Bad Vilbel über Großkarben bis nach Friedberg läuft aktuell das Planfeststellungsverfahren. Voraussichtlich ab 2026 sollen die Bauarbeiten beginnen und dann bis voraussichtlich Ende 2028 soll die Strecke fertiggestellt sein und in Betrieb gehen. Da die Besiedlung entlang der Strecke im folgenden Abschnitt deutlich weniger dicht ist, kann die Baulogistik und auch der Bau an sich deutlich einfacher abgewickelt werden. Daher ist die kürzere Bauzeit im Vergleich zum nun in Betrieb genommenen Abschnitt durchaus realistisch einzuschätzen. Mit der Inbetriebnahme des viergleisigen Abschnitts bis Friedberg soll der 15-Minuten-Takt auch bis Friedberg verlängert werden. Inwiefern sich der nun getätigte Ausbau bis Bad Vilbel schon auf die Betriebsqualität entlang der Strecke auswirken wird, bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten. Ja, und damit bin ich auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Kommentar unter diesem Video und einen Daumen nach oben sehr freuen. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, nächste Woche Freitag zu einem erneuten Video wieder. Da dieses Video halt schon etwas früher kam die Woche, wird es am Freitag kein weiteres Video geben. Bis dahin auf jeden Fall, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.